Für eine sichere Brandabschottung von Kunststoffrohren sorgt die Mypro-Rohrmanschette. Die Montage lässt sich mit wenigen Handgriffen realisieren. Bei Wandabschottungen müssen die Manschetten immer beidseitig angebracht werden. Für Einbausituationen wie Fluchtwege mit F30 Unterdecke sind zudem brandgeprüfte Befestigungen vorgeschrieben. Optimal geeignet brandgeprüfte Mypro-Schraubrohrschellen, fallweise mit oder ohne Schalldämmeinlage. Beim Einbau eines Deckenschotts reicht eine Manschette, die von unten an die Decke montiert wird. Das Verhalten der Mypro-Rohrmanschette im Brandfall zeigt dieser Film. Für Brandschotts besteht nach allgemein bauaufsichtlicher Zulassung Kennzeichnungspflicht. Das mitgelieferte Kennzeichnungsschild sollte immer direkt neben dem Schott angebracht werden. Die Mypro-Rohrmanschette kann für mineralfaserverstärkte Kunststoffrohre, Kunststoffverbundrohre, Doppelrohre, Getränkepythons, Rohrpostanlagen oder Gasleitungen eingesetzt werden. Je nach Anwendungsfall mit oder ohne Isolierung. Eine brandschutztechnische Absicherung von Leitungsdurchführungen mit Nullabstand zwischen den Rohrmanschetten ist möglich. Im Brandfall schäumt die Manschette auf. Das schmelzende Rohr wird zusammengedrückt und abgetrennt. Die Öffnung in der Wand schnell und sicher verschlossen. Die Mypro-Rohrmanschette ist bauaufsichtlich zugelassen in der Feuerwiderstandsklasse R90. Sie ist für Rohraußendurchmesser von 32 bis maximal 315 mm erhältlich und für alle gängigen deutschen Rohrtypen und Hersteller geeignet.